Wir haben in der letzten Folge das Wunder der Wasser-in-Wein-Verwandlung durchgenommen. Jetzt werden wir uns in den anderen Evangelien umsehen. Da gibt es auch jede Menge Wunder. Und wir haben uns mal jetzt auf eine Sorte Wunder spezialisiert, die uns sehr interessant erscheint, und zwar die Austreibung von Dämonen. Das ist ja auch wieder eine antike Fantasie mit den Dämonen. Das sind natürlich...